Das hier ist eine vegane Wesing-Roulade mit The Vegan Hack von Tomami. Und ich zeig dir jetzt, wie das geht. Du sollst erst mit dem Öl vermischen und dann mit dem Wasser. Das muss jetzt erst mal eine halbe Stunde quellen. Das ist für den Wirsing, für den Freckkäse vielleicht nicht ganz so viel. So, jetzt machen wir hier Blanchier-Action. Machen wir es einfach hier zwischen, weil das natürlich nicht so nass bleiben soll. Wirsing nur mit Salz und Pfeffer. Jetzt gebe ich für die Cremigkeit noch ein bisschen was von dieser veganen Milch dazu. Das schneide ich halt nur ab, weil das zu dick ist. So, dann sind wir ja sogar fast gleich schon fertig hier. Ich glaub's ja nicht, Leute. Fertig ist das Gericht. Lass es uns mal probieren. Mmh, köstlich.